Ich sah Reisende die Straße entlang kommen und traute meinen Augen kaum. Seid ihr hier, um uns zu helfen? Ihr wisst es nicht. Hat draußen niemand davon gehört? Und er könnte jetzt bereits tot sein. Seit Tagen hat niemand Nachricht aus dem Schloss gebracht. Wir werden angegriffen. Jede Nacht kommen Monster aus dem Schloss und greifen bis zum Morgengrauen an. Wir alle kämpfen und sterben. Offenbar sind alle der Ansicht, die Verderbnis sei eine optimale Zeit, um sich gegenseitig umzubringen. Ganz großartig. Wir haben keine Armee, keinen Aal und keinen König. Niemand hilft uns. Viele sind tot und der Rest fürchtet, es bald zu sein. Moment, welche böse Macht greift euch an? Ich weiß nicht. Tut mir leid. Niemand weiß es. Ich bringe euch zu Ben Teagan. Nur er hält uns noch zusammen. Er will euch bestimmt sehen. Ben Teagan? All Eamons Bruder? Er ist hier? Ja, es ist nicht weit. Kommt bitte mit. Thomas, oder? Und wen habt ihr da mitgebracht? Offensichtlich keine gewöhnlichen Reisenden. Nein, Herr. Sie sind gerade angekommen und ich dachte, ihr wolltet sie sehen. Gut gemacht, Thomas. Seid gegrüßt, Freunde. Ich bin Teagan, Ben von Rhaenysphere, Bruder des Arts. Ich erinnere mich an euch, Ben Teagan, obwohl ich bei unserem letzten Treffen viel jünger war und voller Schlamm. Voller Schlamm? Alistair? Ihr seid es doch, oder? Ihr lebt! Welch großartige Neuigkeit! Immer noch am Leben, ja. Obgleich es mich ebenso überrascht, euch in selbigem Zustand zu finden. Ja, Loghain möchte uns unter anderem glauben machen, dass alle grauen Wächter zusammen mit meinem Neffen gestorben sind. Ihr seid also auch ein grauer Wächter. Eine Freude, euch kennenzulernen, obgleich die Umstände angenehmer sein könnten. Ihr wollt sicher zu meinem Bruder. Unglücklicherweise gibt es da ein Problem. Eamon ist todkrank. Wir haben seit Tagen nichts vom Schloss gehört. Keine Wachen auf den Mauern, niemand antwortet auf meine Rufe. Die Angriffe begannen vor einigen Nächten. Böse Dinge kamen aus dem Schloss. Wir haben sie unter großen Verlusten zurückgeschlagen. Wie sinnlos. Ihr wollt den Dörflern in einem aussichtslosen Kampf beistehen? Haben wir nicht woanders genug zu erledigen? Danke. Danke, das bedeutet mir mehr als ihr ahnt. Thomas, berichtet Murdoch, was hier beschlossen wurde und kehrt dann auf euren Posten zurück. Jawohl, Herr. Nun denn, vor Anbruch der Nacht ist noch viel zu erledigen. Ich habe zwei Männern draußen die Führung übertragen. Murdoch, der Dorfbürgermeister, ist draußen vor der Kirche. Sir Perth, einer von Eamons Rittern, beobachtet von dem Abhang bei der Mühle aus das Schloss. Ihr könnt mit ihnen den bevorstehenden Kampf besprechen. Nun gut, dann viel Glück. Lasst uns beten. Gesegnet sei, auf wem des Erbauers Auge ruht. Gesegnet sei, wer seine Vergebung erfleht. Wir erbauen gesegnet sei, wer seine Vergebung sie auch Heimat sehnt. Gesegnet sei die Prophetin, seine Tochter, die den heiligen Flammen geopfert. Ich habe Angst, Mutter. Ich will nach Hause. Wann ist das vorbei? Verzeiht, störe ich euch. Ich versuche, ruhiger zu sein. Diese Dinger haben meine Mutter fortgeschleift. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist, aber ich höre ständig ihre Schreie, überall. Wie schrecklich. Ihr armes Ding. Ich wünschte, wir könnten etwas tun, um euch zu helfen. Und jetzt mein Bruder Bevin. Er ist weggelaufen. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich fürchte, sie haben ihn auch erwischt. Wirklich? Vielen Dank. Bitte finden Sie ihn.
Ich habe solche Angst, Vater. Was sollen wir nur tun? Wandelnde Leichen. Ob irgendwas im Wasser daran schuld ist? Ihr wisst genau, dass wir nicht genug Männer haben. Immer noch kein Zeichen, dass jemand vom Schloss kommt, Murdoch. Wo geht ihr hin? Wollt ihr uns nicht helfen? Oh, es sah aus, als ob ihr... Wärt ihr gegangen, würden wir wohl kaum noch hier sein, wenn ihr zurückkämt. Ich meine ja nur... Es ist fast, als käme man nach Hause. Nur Untote gibt's hier mehr. Aber selbstverständlich. Seid gegrüßt, grauer Wächter. Ich bin ebenso erfreut wie Ben Teagan, euch hier zu sehen. Ich gebe zu, ich weiß nicht, wie man Zwerge eurer Position anredet, will aber nicht unhöflich sein. Wie ihr wünscht. Habt vielen Dank. Ich bin Sir Perth, bis vor kurzem in Diensten von Arl Eamon von Radcliffe. Momentan besteht meine Aufgabe darin, das Dorf vor den Angriffen des Bösen zu schützen. Hätte ich nicht nach der Urne der heiligen Asche gesucht, hätte ich das Böse vielleicht abwehren können, das das Schloss befallen hat, aber vielleicht wäre ich auch tot. Nun, da uns ein grauer Wächter bei der Verteidigung hilft, ist vielleicht nicht alles verloren. Wir haben genügend Rüstung und Waffen, aber ohne Unterstützung sind wir gegen diese Monster einfach zu wenige. Könntet ihr wohl Mutter Hannah in der Kirche um heiligen Schutz gegen diese bösen Kreaturen bitten? Ansonsten wüsste ich nicht, was wir außer eurer eigenen Schlagkraft noch brauchen könnten. Im Rahmen der Möglichkeiten sind wir optimal vorbereitet. Nein, aber wenn ihr noch nicht mit Bürgermeister Murdoch gesprochen habt, solltet ihr das tun. Seine Miliz braucht weitaus dringender Hilfe als wir. Wie ihr wünscht, grauer Wächter. Der Erbauer wache über euch. Eines verstehe ich nicht, Alistair. Nur eines? Könnte auch mehr sein. Warum das Verschweigen eurer Abstammung? Wenn's ums Verschweigen geht, müsstet ihr doch Expertin sein. Bin ich auch. Aber nach König Caelans Tod war es doch überflüssig, damit fortzufahren, oder nicht? Mag sein. Ich hatte wohl irgendwie gehofft, alles ginge auch so vorbei. Die Wahrheit geht nicht einfach vorbei. Ich sagte ja nicht, dass es ein guter Plan war. Ihr seid also der graue Wächter. Ich hätte nicht gedacht, dass die auch Frauen aufnehmen. So ihr es nicht bemerkt habt, es gibt hier keine dunkle Brut. Zumindest noch nicht. Aber wir weisen niemanden ab, der seine Hilfe anbietet. Ich will keinesfalls als undankbar erscheinen. Wir helfen so gut wir können. Ihr könnt uns vertrauen. Ich bin Murdoch, Bürgermeister dieses Dorfrests. So wie heute nicht alle getötet und ins Schloss geschleift werden. Hoffentlich habt ihr recht. Bisher halte ich noch alle zusammen, aber es ist nicht leicht. Jedenfalls seid ihr hier. Es heißt, ihr übernehmt das Kommando.
Unsere wenigen Rüstungen und Waffen müssen sofort repariert werden, sonst muss die Hälfte von uns ohne kämpfen. Owen ist der einzige Schmied hier, aber der sture Narr redet ja nicht mal mit uns. Wenn wir heute Nacht kämpfen sollen, muss der schrullige Irre uns jetzt helfen. Das wäre hilfreich. Wenn er nicht kommt, stirbt er wie alle anderen. Und welchen Vorteil sollte das haben?